Entführer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. A few moments later. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ist der Russe schon so nah? Ich will sofort zum Bericht! Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, du nicht in der Berlin-Hauptstadt. Kann und darf nicht sein. Dass diese kulturlosen Besten in Europa verschwemmen. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Ah, Sie sind da. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, nur von der Berlin bis eine Stadt. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Die ganze Welt würde aufhorchen. Das Leben vergibt keine Schwäche. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Ich will Fegelein sehen! Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Sofort! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert mein Befehl! Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zuwidergehandelt, nie. Later. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Few inches later. Es bleiben im Raum Jodel, Krebs und Butter. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Die Bombenangriffe auf unsere Städte machen Gutes. Ja! Komm! Das ist purer Wahnsinn! Verrat! Ein rücksichtsloser Karrierist! Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Ihr Anspruch, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Kehrt machen! Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ma! Augen Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Oh!
And meiner Person! When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Deutschen Volk, das reicht! 12 seconds later. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. A few moments later. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird? Ich glaube! In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Nein. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Die Visionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Bitte. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Die Logik der Frau. Ja! Ich muss hier weg. Bitte. Dora. Manga. Later. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ah, danke. Sie sind da. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wie bitte? Wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ach, Unsinn! Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinen. Was ist los? Starke! Was? Schnell, du Hurensohn, der Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Reto, er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Ich sag's nicht noch einmal! Los! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sie sterben sinnlos. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Ja! Ich verbitte mir diesen Ton. Die Logik der Frau. Noten. Das Leben vergibt keine Schwäche. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen.
Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein! Ma, ich will sofort zum Bericht! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.